Okay, guten Tag. Meinen Namen seht ihr unten Mitte. Ich komme aus Aachen. Ich habe irgendwann mal angefangen, unseren 3D-Drucker genauer zu untersuchen und zu gucken, was man mit dem anstellen kann. Und ein Kollege hat dann plötzlich mal selber einen 3D-gedruckten Schlüssel mitgebracht. Das heißt, ich war auf jeden Fall nicht der Erste, der die Idee hatte, Schlüssel 3D zu drucken. Ich habe auch keine Ahnung, wie viele Leute da noch irgendwas an Forschung haben. Es gibt auf jeden Fall Forschung dabei. Aber ich wollte euch erstmal so zeigen, was geht, damit ihr das Bewusstsein bekommt, wie einfach Schlüssel danach zu machen sind. Und da wollte ich euch einfach mal so zeigen, wie das aussieht. Ich bin jetzt, also wenn man 3D konstruiert, hat man mehrere Möglichkeiten, wie man das macht. Man kann mit OpenSCAD anfangen, das ist dann so ein bisschen Programmierung. Oder man nimmt sich ein kommerzielles CAD-Werkzeug, wie zum Beispiel Autodesk. Die haben da einen riesen Fuhrpark. Ich dachte mir, ich habe mir mal so eine 3D-Maus geklickt, also nämlich Autodesk. Und dann kommen dann solche Dinge raus, wenn man da ein bisschen geübt mit ist. Und das ist zum Beispiel ein Schlüssel, der ein bisschen gefailt hat. Da zeige ich euch gleich mal, warum. Aber so die Grundstruktur von so typischen Schlüsseln ist ja eigentlich, man hat so ein Profil. Das muss man halt mit Messschieber abtickern. Muss man halt wissen, wie weit die Zacken, diese Kerben auseinander sind, wie tief die sind. Und dann kann man das einfach da reintickern. Und dann hat man noch dieses Profil. Und das muss man auch abtickern. Und die Challenge bei so typischen Schlüsseln, wie man sie hier halt sieht, ist primär nicht das, weil das ist einfach. Da kann man relativ grob arbeiten und zur Not nachschnitzen. Jeder hat so eine Feile da. Deswegen geht das auch mit normalen Rohlingen und dann einfach mit der Feile drauf rumbitzeln, bis das Ding passt. Das ist die Challenge, weil wenn man das in Plastik macht, ist das natürlich ein wesentlich weicheres Material als Metall. Das muss aber immer noch in das Schloss reinpassen. Und typische Metallschlüssel können da sehr dünn werden, so 0,5 mm stellenweise. In Plastik kriegt man das, wenn man Glück hat, gedruckt. Dann heißt es aber immer noch nicht, dass das überhaupt stabil genug ist, um das Schloss zu drehen. Deswegen, wenn jemand irgendwie Schlosser ist oder Schlosser kennt, sagt denen, diese Profile müssen möglichst kompliziert sein. Dann hat man richtig Arbeit. Ja. Und wenn man halt die zwei Profile hat, dann macht man eine Intersection und dann kommt das da raus. Und dann macht man sich noch einen Griff dran und dann druckt man das und dann geht's los. Praktischer Tipp zum Drucken, wenn man so ein Modell hat, dann druckt man das so mit Grundplatte unten, weil dann kriegt es auch die Rillen von dem Profil richtig hin. Und dann kommt das gut raus. Muss man noch ein bisschen nachfeilen hier und da, weil vielleicht war es so sehr auf der Bildplate vielleicht nicht dicht genug. Aber funktioniert, da muss man relativ wenig nachfeilen. Jo, das haben wir gesehen, das haben wir gesehen. Das war ein normaler Schlüssel. Was es auch gibt, sind sogenannte Sicherheitsschlüssel, die nicht so einfach mit Feile zu machen sind. Die sehen dann zum Beispiel so aus. Das ist ein Schlüssel, der bei uns im Club für den Aufzug gut ist. Wenn man von außen am Haus steht, holt man sich einen Aufzug, geht rein und mit dem Schlüssel fährt man sich dann in eine gewisse Etage rein. Das heißt, den kann ich relativ brauchbar zeigen, weil alles da sowieso nochmal abgeschlossen ist. Der Hausmeister hat mal irgendwann seinen Schlüsselbund auf dem Tisch liegen lassen. Ein Kollege mal eben Handy rausgeholt, schnapp, hat ein paar Bilder gemacht. Und an diesen Bildern kann man jetzt nicht rummessen, aber man kann zumindest Relationen erkennen. Was man dann noch bräuchte, ist ein Original, was man richtig mit der Schiebelehre vermessen kann. Haben wir, weil unsere Clubtür hat genau den gleichen Schlüssel, nur andere Bohrung. Macht man sich ein paar Referenzen, tickert das ab. Und dann kommt Schlüssel raus. Sieht dann so aus. Ne? Druckt man sich, geht wunderbar. Was bei den Dingern manchmal nicht geht, ist, was ihr oben seht auf der Kante, sind zwei so Slots, zwei Bohrungen. Die sind unten auch nochmal. Wenn man das Ding so druckt, werden die unten ein bisschen schlecht. Muss man ein bisschen bitzeln, ein bisschen feilen, dann gehen die aber auch wieder. Und selbst wenn nicht, das Ding ist halt symmetrisch 180 Grad, also eine Richtung geht immer. Ne? Was man bei 3D-Druckern vielleicht noch ein bisschen variieren muss, ist, wenn man denen vorgibt, drucke mir das Ding 1 mm breit, dann drucken die meistens so ein Zehntel Millimeter mehr. Das heißt, in der Konstruktion nimmt man überall so ein Zehntel Millimeter in der Breite weg. In der Höhe, in der Z-Achse kann man sich das sparen, weil die funktioniert. Und dann, man muss halt so ein bisschen iterieren. Aber so ein Schlüssel, der druckt sich in einer halben Stunde. Und dann kann man mal messen, probieren, ein bisschen feilen. Und dann ist das fertig, ne? Und wie gesagt, das soll ein Sicherheitsschlüssel sein. Und die waren einfacher zu drucken als solche Dinger hier. Nur so als Hinweis. Es gibt mittlerweile Sicherheitsschlüssel mit einem beweglichen Element.
Das erschreckt, beschränkt sich darauf, dass eine Rolle oder eine Kugel drin eingearbeitet ist oder irgendwas vielleicht teilweise Komplexeres, wie so ein paar Stangen, die sich bewegen. Das könnte man begrenzt auch nachtickern, vor allem wenn das so Kugeln sind oder Rollen. Muss man sich nur gucken, wo man die herbeschafft oder man druckt sie sich und dann stopft man die da rein, bis die halten. Und dann funktioniert es auch. Da gibt es ein paar Dokumentationen im Netz dazu, wie die genau funktionieren. Das ist, glaube ich, auch seit Größenordnung 10 Jahren üblich. Und ich glaube, in Frankreich ging es richtig los. Deswegen haben die da, die haben irgendwo ein Gesetz erlassen, wo es Pflicht war, so ein bewegliches Element für Sicherheitsschlüssel, weil die wussten damals schon, solche Sicherheitsschlüssel ohne bewegliches Element sind einfach nachzumachen. Ich meine, jeder Schlosserlehrling guckt sich das an, misst da ein bisschen rum, macht die Bohrung und hat so einen Schlüssel in der Hand. Ne? Wir haben halt keine Metallverarbeitungsmöglichkeiten, deswegen drucken wir jetzt den Spaß. Ne? Deswegen, Aufzugschlüssel haben jetzt irgendwie die Hälfte meiner Clubleute, haben so ein Ding sich gedruckt und können immer schön bequem im Aufzug hochfahren. Wir wohnen halt so in der 4. Etage. Ne? Was ich auch gerne mal zeigen wollte, sind andere Arten von Sicherheitsschlüsseln. Das ist so ein Transponder-System, was bei uns in der Informatik, im Informatikzentrum benutzt wird. Habe ich mal versucht abzutickern, ist relativ anspruchsvoll. Was man hier sieht, Mitte ist so eine Gesamtansicht. Links ist die Draufsicht, dass man mal so sieht, das Ding ist so zwei geschnittene Kreise und da die Zacken drauf. Lässt sich brauchbar konstruieren, wenn man ein bisschen weiß, was man macht. Hat ein paar Stunden gedauert. Habe ich dann mal versucht zu drucken, sah kacke aus, weil der Drucker einfach nicht so fein drucken kann. Was ich gerne mal versuchen würde, ist, so ein Ding mit einem Form 1 oder einem Form 2 zu drucken. Also diese Dinger, die in die jetzt nicht Fused Deposition machen, sondern in Harz reinlasern und das Objekt rausziehen. Weil die haben so Größenordnung Faktor 5 bessere Auflösung. Und dann sollte das was werden. Sicherheitsmerkmal an den Dingern ist halt, nicht nur die physikalische Form, mal, wenn man die hat, kommt man wenigstens raus, so, weil wenn es brennt. Aber was man da hat, ist so ein Pin, das sieht man am rechten Bild. In der Mitte diese Eis am Stielstange, die man sich so erkennt. Da ist dann oben ein Kontaktpunkt, der gibt einem so ein bisschen Spannung, das müsste man mal ausmessen. Was ich vorhatte, ist nur so ein Ding mal zu basteln und zu drucken und dann einfach mal zu sniffen, was da abgeht. Müsste man halt sinnvoll mal drucken. Also das ist eine Challenge, solche Dinger zu machen. Und ja, wer hat mich auf die Idee gebracht? Das war ein gewisser Feuerrot. Der hat sich mal gedacht, oh, ich habe einen Bankschlüssel. Oh, der sieht doch so einfach aus, den konstruiere ich mal. Oh, ich druck den mal. Oh, der passt ja. Und zack, geht die Tür auf. Ne? Die von der Bank haben auch erstmal blöd geguckt. Ne? Was soll man machen? Ne? Und ich zeige euch einfach mal das Video hier. Ne? So schauen die aus. Das haben die sich, glaube ich, bei einem Replicator gedruckt im Chaosdorf. Ne? Und das hat er in OpenSCAD gemacht. Das heißt, alles wunderbar parametrisierbar. Da muss man nur messen. Dann tickert man sich die 5, 6 Werte von dem Bart da ein und dann spuckt der Drucker das aus. Also, ne? Wunderbar verteilbar. Ne? Funktioniert wunderbar. Auch unsere Aufzugsschlüssel, die haben jetzt nicht wirklich Abnutzung. Das ist halt Plastik, ist schön weich. Ne? Aber die gehen halt höchstens kaputt, wenn man die mit mutwillig bricht. Man muss vielleicht ein bisschen aufpassen, wenn man die im Schloss stecken hat, dass man jetzt nicht Gewalt aufwenden muss, um das Schloss zu drehen. Sonst bricht einem das Ding ab und so ein halber Schlüssel in so einem Schloss ist ein bisschen verdächtig. Ne? Ja, das war es eigentlich auch schon, was ich euch zeigen wollte. Gibt es denn Fragen? Ja, ich sehe ein bisschen schlecht. Weiß nicht, Moment, ein Mikro kommt. Moderieren möchte, das wäre wunderbar. Danke. Welches Material hat für eure gedruckten Schlüssel am besten funktioniert? Ich habe schon mal einen anderen Talk zu dem Thema gesehen und da ging es um sehr deutliche Unterschiede zwischen den Materialien. Ja, was wir haben zum Probieren ist PLA und ABS. Und was einem irgendwie alle sagen ist, ABS zieht sich zu sehr zusammen. Braucht so viel Temperatur und müffelt. Also ich mache alles in PLA. PLA fängt ab 50, 60 Grad an weich zu werden, aber das ist für so Schlüssel irrelevant. Ja, also ich habe einfach alles in PLA gemacht. Das zieht sich einfach wesentlich weniger zusammen, hebt sich nicht von der Buildplate ab. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn die Schlüssel so dünn sind, dass die Dinger sich vielleicht biegen, wenn sie noch warm sind und der Druck dann krumm wird. Aber da variiert man ein bisschen die Parameter und dann läuft das. Ja, also x-beliebiges PLA.
Nichts Besonderes. War das so ungefähr? Eine brauchbare Antwort? Danke. Ja. Nichts mehr? Doch, da. Gibt es einen Ansatz, das Aufmessen des Schlüssels zu automatisieren? Das ist ja sehr aufwendig. Oh ja, Schlüssel vermessen. Ich kann mal kurz ins Detail gehen, wie ich zum Beispiel jenes Ding hier vermessen habe. Weil in die Bohrung kommt man ja schlecht mit einer Schiebelehre rein. Da habe ich mir eine Reißzwecke genommen, die an die Schiebelehre gegaffert und dann damit da quasi reingetastet. Geht. Wunderbar. Automatisiert, na gut, wenn man so eine gewisse Schlüsselform hat, dann lässt sich das wahrscheinlich schnell parametrisieren, indem man sich da so einen Roboter bastelt, der dann da reintastet. Es gibt für ein Kollege von mir, sein Vater arbeitet für eine große Firma, die alle möglichen Produktverpackungen basteln, drucken, gießen. Und die haben auch so einen riesen Tisch, Marmorplatte und dann so 2x3 Meter so ein riesen Gerippe, was einem alles mögliche auf Mikrometer vermisst. Sowas könnte man garantiert missbrauchen, aber dann müssen wir erstmal das Geld haben, sowas zu haben. Aber so einen normalen Bartschlüssel, sowas schnell zu vermessen, sollte einfach zu bauen gehen. Muss man halt nur gucken, dass der Schlüssel halt an der Unterkante sitzt und genau die Tastköpfe in die Zacken reingehen und dann steckt man rein und dann kann man es ablesen. Lässt sich bauen. Braucht man vielleicht ein paar Pulleys, ein paar Federn und ein Arduino. Und der Rest ist Software. Und dann läuft das. Automatisierter könnte man es halt sich selber basteln, indem man, weiß nicht, so einen 3D-Drucker missbraucht, Druckkopf abnimmt und da einfach eine Tastnadel reinsetzt. Dann muss man halt so abfahren und tasten. Oder was auch mal sich jemand überlegt hätte, ob es denn funktioniert, weiß man nicht, so eine Art Scanning-Tunnel-Mikroskop zu basteln in makroskopischer. Man nimmt sich eine Nadel, lädt die ein bisschen auf und guckt, wann man so, oder beziehungsweise man lädt den Schlüssel auf und guckt dann, wann man das elektrische Feld vom Schlüssel an der Nadel misst. Oder was man auch machen könnte, ich weiß nicht, wie gut das auf Metall geht, mit dem Laser drauf leuchten. Für Schallplatten gibt es das ja, eine optische Nadel. Könnte für Metall auch funktionieren, weiß man nicht. Und wenn alles fancy Zeug nicht funktioniert, einfach abtasten. Nadel drauf, gucken, wann das stehen bleibt und dann messen. Aber an automatisiertem Schlüssel abmessen habe ich jetzt noch nicht gearbeitet. Gibt es bestimmt ein paar Arbeiten zu, wüsste ich jetzt nicht, wo man sie findet. War das ungefähr eine brauchbare Antwort? Danke. Zum Thema automatisches Ausmessen von Schlüsseln. Ja. Ich habe jetzt den DEFCON Talk wieder gefunden von der DEFCON 21. Ah. Key Decoding and Duplication Attacks for the Schlag Primus High Security Log. In dem Talk wird eine Software vorgestellt, die das Ausmessen von Schlüsselprofilen aus Fotos erleichtert. Ja, das ist definitiv etwas, was man gut verwenden kann. Weil wenn ich jetzt so ein Bild hier habe, da muss ich halt nur noch sagen, so, okay, ich weiß, meinetwegen, die Grifffläche ist so groß und das zieht mir das Bild einfach gerade, weil das ist eine Homographie, man muss halt nur 2D nach 2D mappen und dann hat man das. Ja, das ist definitiv was man machen möchte. Also wenn ich in dem Bild jetzt irgendwas messen wollen würde, dann müsste ich es auch erstmal gerade ziehen, da hätte ich so eine Software verwenden wollen. Zum Glück ging das hier einfacher, weil ich... Die Bohrungen waren irgendwie so 2, 3 oder 4 verschiedene Arten von Bohrungstiefen. Und da kann man so eyeballing und gucken, was man auf seinem eigenen Schlüssel hat und wie tief das ist und wie es dann da aussieht, wird man so schätzen. Und das ging auf Anhieb relativ gut. Gut, ja, aber danke für den Hinweis, dass es so Software gibt, dass die schon 15 Jahre alt ist. Wann das? DEFCON 2001? Ja. 21. Ach, 21. Neue DEFCON. Ah, so rum. Ich habe 2001 verstanden, sorry. Ja. Jo, wann habe ich angefangen? Vor 15 Minuten. Wunderbar. Dann mache ich mal den hier und gehe mal zum zweiten Talk. Das ist nämlich der hier. Augenblick. Ich stelle es einfach mal so dahin. Seht ihr auch gleich nochmal in groß und bewegt. Das ist nur so für den Fall, dass das jemand nachher mal genauer angucken möchte. So, Motion Control für Speaker Tracking. Was ist meine Motivation? Was mache ich hier? Was ich hier mache ist, ich möchte eine Kamera bewegen. Und zwar das automatisiert. Und warum möchte ich das?
Wir in Aachen von der Fachschaft Informatik sind relativ aktiv dabei, unsere Profen zu filmen, wie sie denn ihre Vorlesungen halten, damit wir die Videos dann online stellen können. Und das ist zeitaufwendig und es ist anstrengend, ständig Leuten hinterherzufahren mit einer Kamera, wenn man den Anspruch hat, den Menschen auch im Bild zu haben. Man kann es auch einfacher machen und einfach einen Screencast machen, aber das ist zu einfach. Deswegen gibt es halt die Idee, einfach mal die Kamera sich selber schwingen zu lassen. Und das sieht dann nämlich so aus. Und da dachte ich mir, ich fange einfach mal an. Ich habe 2 Schrittmotoren und ich habe einen 3D-Drucker. Was kann ich machen? Zu Anfang habe ich mir erstmal so die Schrittmotoren mehr oder weniger zusammengegaffert. Das hat nicht funktioniert. Dann habe ich ein paar Iterationen durchgelaufen. Teilweise irgendwann bin ich auf Sperrholz gekommen. Viele 3D-gedruckte Teile, ein paar Standardteile aus 3D-Druckern, zum Beispiel die Zahnriemen da. Die Motoren hatte ich auch rumfliegen und habe das mal alles zusammengebastelt, ein paar Kugellager reingeschmissen und dann hat das Ding 2 Achsen, die ich bewegen kann. Ne? Und die Kamera da oben drauf, das ist vielleicht interessant zu wissen, es gibt halt so Stativhersteller für so sinnvolle Kameras. Einer davon ist Manfrotto. Die haben so ein Schnellplattenwechselsystem und auf AliExpress habe ich so eine Schnellwechselplatte mit Grundplatte gefunden für 20 Euro, habe ich geklickt. Jetzt kann ich da beliebige Kameras draufschnallen. Ich kann da eine Webcam, wenn sie denn so einen Sockel hat, drauf machen. Und so für Entwicklung habe ich einfach mal so eine sinnvolle HD-Webcam da drauf geklebt. Funktioniert ganz brauchbar. So, wie steuere ich das an? Das sieht so aus. Sehr ghetto. Steckbrett, ein Arduino Nano für 2,50. Ein bisschen Kabel und 2 etwas komplexere Treiber für Schrittmotoren von SparkFun. Da ist ein, keine Ahnung, wieder L6470 drauf. Hersteller weiß ich nicht mehr. Und ein bisschen Krümel da drauf. Und dann war es das schon. Da sind 2 drauf, die habe ich gestackt. Und da ist sonst nichts mehr drauf. Das ist ein Arduino und 2 Treiber. Muss man ein bisschen löten und den Rest zusammenstecken und dann läuft das. Ne? So Kosten 80 Euro vielleicht. Davon kosten die Schrittmotoren halt ein bisschen was. Also einer kostet 22,50 bei Reichelt. Man kriegt es billiger, dann werden die dicker, wird es schwerer. Ja, die Controller haben so 10 Euro das Stück gekostet. Arduino, wie gesagt, ganz billig. Steckbrett kriegt man auch irgendwo her. Dann den ganzen Kram drucken. Das ist mehr Zeitaufwand als Kosten für Material. Den Rest kriegt man aus dem Baumarkt. Und dann hat man so ein Ding. Ich zeige euch mal, wie ich das konstruiert habe. Auch wieder mit Autodesk. Weil, habe ich ja schon. Ne? Wie habe ich das gemacht? Ich hatte keinen Lasercutter verfügbar, der mein Sperrholz cutten wollte. Weil das gast aus der Kleister, da macht man sich gesundheitlich kaputt mit. Deswegen habe ich mir die Konstruktion ausgedruckt, mit doppelseitigem Klebeband draufgeklebt und dann einmal gebohrt und gefeilt. Und hat funktioniert. Ne? Solche Geschichten kamen daraus. Was ich auch machen musste, ist, vielleicht habt ihr es gesehen, da sind so große orangene Zahnräder, die mir so eine 1:8 Untersetzung bieten vom Schrittmotor. Die habe ich auch selber konstruiert und dass die sinnvoll mit den Zahnriemen zusammenspielen, muss ich erstmal suchen, wie sieht denn der Zahnriemen genau aus. Das war ein bisschen Sucherei. Es gab so 2, 3 verschiedene Skizzen davon. Teilweise sinnvoll bemaßt, teilweise nicht so ganz sinnvoll bemaßt. Ich bin Informatiker, ich habe keine Ahnung von Maschbau. Also das ist alles so selber beigebracht und sehr hingefrickelt. Habe mich dann mal so ein bisschen über die Grafiken gehockt und gebrütet und so verstanden, so ungefähr, was das Ding mir sagen will. Wo die Schnittpunkte sind. Und dann kam irgendwann das da raus. Das sieht fancier aus, als man es denkt. Das geht halt wirklich los mit dem Zylinder. Dann sägt man sich 128 Mal so einen Zahn raus. Das ist Subtraction in OpenSCAD. Also in OpenSCAD kriegt man das auch hin. Vielleicht nicht ganz so fancy. Und der Rest ist halt überall Kanten absägen. Da gibt's einfach so, nimmt man das Tool und klickt da auf die Kante und dann ist die rund. Ne? Und das kann man so ein bisschen in die Spitze treiben und dann wird das immer runder. Ne? Und dann hat man so ein Ding. Und das kann ich dann so an die Platten, an die dran schrauben und dann ist das alles sehr rigide und läuft. So, jetzt zeige ich das Ding mal in Bewegung. Ne? Da habe ich gerade von der Kamera rumgehampelt. Und die Challenge bei der ganzen Geschichte war ja, erstmal so ein Mensch hat Reaktionszeit und so ein Mensch hat, und so ein Stativ haben gewisse Spielräume und Haftreibungen. Und die wollte ich wegmachen. Ich wollte halt wirklich, wenn ich hier was mache, dann muss es besser sein als ein Mensch und besser als die Stative, die wir haben. Und ich glaube, das habe ich auch erreicht.
Reaktionszeiten ist dann halt sowieso Software, aber so die Mechanik, wenn ich jetzt eine sinnvolle Kamera draufschneiden würde und die richtig in den Zoom reingehen würde, dann könnte ich da so eine Bogenminute rausholen aus dem Ding. Das habe ich deswegen selber konstruiert mit dem Ziel, weil es gibt das schon zu kaufen, so mit einfachen Servos, so PTZ-Kameras, Pentel Zoom. Die haben meistens so Hobby-Servos, die haben vielleicht eine Stellgenauigkeit von einem Zehntelgrad und die ruckeln und sind halt ein bisschen problematischer. Wenn es teurer wird, dann geht es schon in Richtung Motion Control für Filme machen. Dann hat man so Kategorie 4, 5, 6-stellige Geschichten, die auch alles Einzelbauten sind und auch alles Sperrholz, beziehungsweise Multiplexplatten, aber dann größere Motoren. Da zahlt man für. Aber dann sind die Dinge auch geil, aber riesig. Und ich brauche es halt auch klein. Und deswegen habe ich mir gedacht, kann man doch mal machen. Wie gesagt, kommt auf 80 Euro raus, die Materialkosten. Und dann läuft das, ne? So, hier habt ihr mal gesehen, wie das Ding sich bewegt. Vielleicht sieht man so ein bisschen in der Reflexion von der Frontplatte von der Kamera, wie smooth das Ding sich bewegt. Ich zeige euch jetzt auch mal ein Video davon, von der Software. Das ist so ein bisschen alles Eigenentwicklung, basiert auf OpenCV. Der Arduino frisst einfach nur Bewegungsbefehle und schickt die nur an den Treiber weiter. Der Treiber kriegt auch nur Bewegungen vorgesetzt, also Geschwindigkeiten oder Positionen, aber benutze ich nicht. Ich sage dem einfach, mach mal in die Richtung mit der Geschwindigkeit und der Beschleunigung. Und dann macht er. Also ist das eigentlich gar keine richtige Schrittmotorsteuerung mehr, sondern eher so eine brushless DC-Geschichte. Ich starte das einfach mal. So, das Ding startet. OpenCV holt sich die Kamera, macht so ein bisschen Output drauf. Und dann sieht man mich hier. Und dann sieht man erstmal so, das Gesicht muss erkannt werden. Jetzt ist es stabil und dann zieht die Kamera nach. Ne, was man links sieht, ist ungefähr das Kamerabild mit, wo ist das Gesicht, wo ist der Tracker und dann zieht die Kamera in die Richtung nach. Das ist ein einfacher proportionaler Regler. Deswegen hat das Ding bleibende Regelabweichung, wenn ich jetzt gerade auslaufe. Was man da aber auch sieht, kommt nochmal, oben rechts der Kasten, das ist der Ausschnitt, der um das Gesicht geht. Der wird nämlich nicht nur mit Gesichterkennung getrackt, sondern auch mit einem Korrelationstracker, den man unten drunter sieht, den zeige ich euch gleich mal in groß. Das Ding ist sehr geil. Das Ding ist in NumPy implementiert. Also so nicht in, also C-Primitiven unten drunter, aber alles in Python. Das Ding kann irgendwie ein paar hundert Frames die Sekunde tracken, ohne Optimierung. So, zack. Aber was man an dem Fenster oben rechts auch sieht, das ist sehr stabil. Was man da vielleicht nicht haben möchte, ist, dass es die Nasenspitze trackt und ich mache links und rechts gucke, das Ding mir die Nasenspitze folgt. Das sieht ein bisschen komisch aus. Deswegen kann man diese Bewegungsprofile auch nochmal glätten, wenn man möchte. Und dann vielleicht nicht sofort loslaufen mit der Kamera, wenn der Mensch sich mal kurz nach links oder rechts lehnt. Ne? Das sind aber so Feinheiten, die hinterherkommen. So, ich zeige euch mal kurz das andere Ding, was ich da stehen habe. Das ist nämlich dieser Correlation Tracker. Den gibt's in OpenCV, in Samples, Python und dann heißt der Mossy. Also sehr geiles Ding. Man sieht links das Bild, was es getrackt hat. Mitte ist der Zustand von dem Tracker, was er quasi als Muster erkannt hat. Und rechts als Peak zu sehen die Abweichung, also Bewegung, der x, y. Da sucht man sich halt das Maximum im rechten Bild und dann weiß man, wie sich das Bild bewegt hat. Was man auch sieht, der Tracker, der initialisiert sich am Anfang einmal und dann verfolgt er das Bild und adaptiert auch. Also sehr feines Zeug. Das Problem bei dem Ding ist aber, das driftet. Wenn ich mich jetzt hier einmal im Kreis drehen würde, sieht es erstmal mein Gesicht nicht mehr. Vielleicht trackt es mein Gesicht, dann irgendwann bleibt es an der Seite vom Kopf hängen. Also wenn ich mich so drehe, dann trackt es hier meine Nasenspitze. Und dann im Hinterkopf sieht es nicht mehr. Dann sieht es halt nur noch so die Seite vom Kopf und das war's dann. Deswegen Gesichtserkennung oben drauf, damit man den Drift rauskriegt. Das ist so ein bisschen wie bei Quadcoptern, da hat man GPS und man hat Inertialsensoren. Und die muss man halt kombinieren, damit das Ding halt nicht abdriftet und nicht die ganze Zeit hin und her springt, weil GPS ungenau ist. Ne? Ja, also das sind so die zwei Komponenten, die ich da drin verwendet habe. Face Recognition. Das Ding erkennt mein Gesicht nicht wieder, es weiß nur, ich bin ein Gesicht. Und diesen Correlation Tracker. Und das geht eigentlich ganz gut schon. Und das haben wir auch schon seit ungefähr einem Jahr im Einsatz. Für Offline-Daten erstmal. Das habe ich auf der GPN jetzt auf Live-Daten hochgezogen. Ist alles sehr fricklig und sehr gehackt und der Code gefällt mir überhaupt nicht. Aber es performt und man kann weiter arbeiten dran. Jo, das war es auch schon zu dem, was ich zu sagen habe. Habt ihr denn Fragen dazu? Oder Anmerkungen? Irgendwas?
Danke. Sieht man von den Schritten der Schrittmotoren irgendwas im Video oder Nein. sind deine Treiber so gut? Die Treiber sind so gut. Also ich rechne mal durch. Schrittmotor hat 200 Schritte pro Umdrehung. Mit Mechanik habe ich nochmal eine 8:1 Untersetzung hingekriegt. Das heißt, wir sind schon bei 1600 Schritte pro Umdrehung. Die Treiber können 127, wenn man es drauf anlegt, aber reelle vielleicht 64. Das heißt, am Ende kommt man auf so Größenordnung eine Bogenminute. Das ist ungefähr die Auflösung, die ein menschliches Auge hat. Wenn man jetzt aber mit der Kamera Zoom-Operationen macht, was wir durchaus gerne machen, dann sieht man vielleicht mal so einen Schritt. Aber der ist so winzig, dass er so auf ein paar Pixel rauskommt. Das Wichtigere an den Treibern war, ich hätte auch so normale Pololos nehmen können, die es halt für 3D-Drucker gibt. Die kosten Euro das Stück und haben 16 Schritte, aber das Problem bei den Dingern ist, wenn die einen Schritt drauf geben, dann geben die den richtig drauf und dann kriegt das ganze Ding erstmal einen Schlag. Wenn du die Frequenz richtig triffst, dann triffst du die Eigenfrequenz und das Ding schaukelt sich auf. Und dann vibriert das. Und das wollte ich eben nicht. Und deswegen musste ich die Treiber benutzen. Aber so, um auf die Frage zurückzukommen, wenn ich jetzt hier eine sinnvolle Kamera mit Zoom drauf mache, man sieht die Schritte nicht. Nicht wirklich. Also man kann sie detektieren, aber in einer Größenordnung, die bei den Anwendungen, die wir fahren, irrelevant sind. Vor allen Dingen so, das Ding, wenn das geht ganz gut. Also ich kann mal nachher versuchen, das zu demonstrieren, aber ich glaube, mein Ziel ist erreicht, dass die Schritte nicht sichtbar sind. Auf jeden Fall sind sie weniger sichtbar als das, was ein Mensch da an Ungenauigkeiten und was das Stativ an Ungenauigkeiten bringen könnte. Weil so ein Stativ, wenn man es in eine Richtung drückt, dann zieht das auch ein Stückchen zurück. Weil was wir haben, sind keine echten Videostative, sondern nur 0815 Fotostative. Die Beine sind nicht besonders steif, die ganze Apparatur ist nicht besonders steif. Und das Ding hier ist halt überall gelagert. Das hat nirgends eine Reibung. So eine typische Stative haben halt Reibung, dass du so ein bisschen gleitend fahren kannst. So Fluidneiger zum Beispiel nennen die sich. Ist ja nicht der Fall. Also, dass das Ding so smooth sich bewegt, das liegt nur daran, dass die Treiber quasi in Geschwindigkeit geregelt werden. Das sieht halt, was man hier auch hinkriegt, wenn ich jetzt den Regler, also die Vorgabe der Geschwindigkeit, zu stark vergrößere und da reinstecke, dann fängt das Ding an zu schwingen. Sieht man sehr toll. Aber sieht man jetzt hier gerade nicht. Wollte ich nicht zeigen. Ja, also Schritte sieht man nicht. Kann man detektieren, wenn Laserpointer drauf und 10 Meter Entfernung. Ja. War das ungefähr eine brauchbare Antwort? Okay. Ja. Eine Hand. Gibt es die Software irgendwo zum selber nachbauen? Zum selber nachbauen? Ich habe sie auf GitHub. Die ist da noch ein bisschen alt, weil ich bisher aus der ganzen Arbeit noch keinen Profit geschlagen habe. Aber so ultimativ kommt das alles auf GitHub. Der Stand, der auf GitHub ist, der hat schon die Komponenten drin, nur eben das Live-Zeug nicht. Ja. Ich meine, es ist ein gewisser Aufwand, diese ganzen Primitiven aus OpenCV zusammenzukleben, aber wissenschaftliches Fleisch, wie es mein Betreuer von der Bachelorarbeit mal genannt hat, ist da nicht dran. Deswegen habe ich es auch nicht als Bachelorarbeit machen können. Ne, ist ein bisschen schade, aber so, ne, der ganze Kram ist halt da. Das ist Arbeit, das ist Entwicklung, aber jetzt nichts Intelligentes besonders. Ja, aber ist auf GitHub. Also, ich sollte vielleicht mal zeigen, wo das auf GitHub ist. Gehen wir raus hier. So. Na komm. So, zack. Achso, kein Netz. Moment. Also github.com/ ich zeige euch nochmal kurz die Folie. Also, halt, falsche Folie. So, also wer ich bin, ist nämlich der da unten in der Mitte. Das ist mein Name ein bisschen zusammengezogen. Auf GitHub heiße ich C. Rackwitz. Um also ein bisschen Klarnamen zu verwenden. Einfach C. Rackwitz zusammengeschrieben. Und dann findet man das schon unter Live-Track. Ich habe da auch noch ein paar andere Repos für so diverses Videozeug, wo ich zum Beispiel auch mal von Camtasia die Aufzeichnungsdateien aufgemacht habe, geguckt habe, was da so drin steckt. Das ist eigentlich nur eine MOV-Datei, aber mit ganz viel anderen Meta-Informationen.
Irgendwann hat mal jemand gesehen, ein bisschen gesucht nach so einem Keyword und ich war der Einzige, der im Netz das Keyword verwendet hat. Hat er mich angeschrieben und mich gefragt, was habe ich denn da für eine Datei vor mir? Da steht so ein Keyword drin. Konnte ich dem erklären, oh, das ist Camtasia, was du da hast. Also Zeug auf GitHub schmeißen bringt was. Also bringt auf jeden Fall was. Ich guck mal, ob ich gerade. Okay, Netz will gerade nicht. Aber ja, GitHub/crackwitz. Dann findet man das. Ja, ich mache noch ein bisschen Pausenbild hier. Ja, 80 Euro. 80 Euro hat sich nicht so angefühlt, wo ich das jetzt mal zusammengezählt habe, aber es hat auch viel Arbeit dabei gewesen. So, oder? Jetzt machen wir das hier noch ein bisschen. Ja, sonst noch Fragen? Anmerkungen? Jo. Ja, danke. Ne? Das Mikro an? Ja, jetzt ist er. So, ja, also wir haben jetzt schon über das Messen gehört, insbesondere bei dem ersten Vortrag. Und ich möchte ja auch aufbauend auf einer Peja Kucha-Präsentation, die ich vor ein paar Jahren in Frankfurt gegeben habe. Das hat auch ein wenig Bezug zu Karlsruhe, wie man dann sehen wird. Hier über die Unterstützung von Maßeinheiten im IoT-Umfeld berichten und habe dann auch wieder mit 3D-Drucker-Unterstützung da ein Gerät, das bei einem Hackathon vor einem Jahr entstanden ist und ein Verweis auch auf einen anderen Hackathon 2013 auf der JavaOne, wo wir ein Projekt, das ist auch alles auf GitHub dokumentiert, das heißt, man kann sich das auch gerne bei Interesse
selbst zusammenstellen mit Raspberry Pi und anderem Gerät. Ja, ich sage die wichtigsten Kontaktinfos. Ich bin auch oft auf Twitter, auf GitHub ist es umgekehrt. KLW, da habe ich auch einen Account. Und sonst findet man fast alles in dem Zusammenhang unter Units of Measurement in der GitHub-Organisation. Die ja, Shakespeare-Jahr ist ja heuer auch. Ich glaube, es ist ein Sterbejahr oder sowas ähnliches. Das war in Salzburg, glaube ich, bei den Salzburger Festspielen eine etwas modernere Interpretation. Und deshalb hat sich da das Measure for Measure von Shakespeare angeboten, weil es eben mit den Maßeinheiten zusammenpasst. Interessanterweise geht es bei Measure for Measure sehr stark um die Überwachung der Bürger, also Spionage, dass die Leute auch in früheren Jahrhunderten schon ausspioniert wurden von der Obrigkeit. Das passt sicherlich auch ganz gut zu dem Umfeld hier, beziehungsweise Chaos Computer Club, weil nämlich die Hauptperson in Measure for Measure ist ein Duke. Den haben wir hier an das Java-Maskottchen angelehnt, das genauso heißt. Und dieser Duke verkleidet sich als Mönch, um seinen Untergebenen hinterher zu spionieren in der Mönchskutte. Ja, wie gesagt, so viel jetzt zum Shakespeare-Stück. Es diente da eben zur Anlehnung an unser Projekt mit den Maßeinheiten. Deswegen haben wir da auch den Duke in die Mönchskutte gesteckt sozusagen. Ja, ein paar berühmte Fälle in der Vergangenheit, wo Maßeinheiten falsch interpretiert wurden, war zum Beispiel dieser Gimli-Glider in Kanada, wo ein Flugzeug, als Kanada gerade das metrische System eingeführt hat, dann dummerweise beim Betanken in den USA noch mit dem amerikanischen System betankt wurde und dann ist ihm der Treibstoff ausgegangen. Gott sei Dank konnte es gerade noch im Gleitflug notlanden, deshalb eben der Name Gimli-Glider. Das hat mit dem Zwerg aus Herr der Ringe zwar den Namen gemeinsam, aber das Buch wurde schon viele, viele Jahrzehnte vorher geschrieben. Warum er diesen Namen gewählt hat, weiß man nicht. Wie gesagt, der Ort existiert schon, aber dieser Vorfall, der den Ort weltweit berühmt gemacht hat, da war, glaube ich, Tolkien selber schon längst verstorben. Dann im Fall des SDI-Projekts von Ronald Reagan hat man versucht, hier Messungen vorzunehmen, auch mit Laser, auf etwas größere Entfernung als das, was wir mit den Schlüsseln gehört haben, nämlich vom Weltraum nach Hawaii. Was aber in Wirklichkeit passiert ist, ja, das Space Shuttle hat sich auf den Kopf gestellt. Ich habe jetzt, glaube ich, die Folie weggelassen, aber Tatsache ist, dass anstatt 10.000 Fuß irgendwo in der Software des Space Shuttles oder in einem anderen System, das hier in die Kommunikation involviert war, irrtümlicherweise nautische Meilen, also deutlich mehr. Deutlich größerer Abstand interpretiert wurden und deshalb hat eben das Space Shuttle auf einen Punkt gezielt, der 10.000 nautische Meilen von seinem Standort entfernt ist und nicht den Berg, der 10.000 Fuß unterhalb seiner Position lag. Dann der Mars Orbiter, der Mars Climate Orbiter, war auch wahrscheinlich eines der kostspieligsten derartigen Missgeschicke, wo die NASA, ich habe jetzt vor einigen Wochen sogar gehört, bis zu eine halbe Milliarde Dollar damit verloren hat. Hier stand jetzt noch 125, aber ich habe jetzt in Böblingen bei einem anderen Vortragenden gehört, der hat auch das verwendet, sowohl als Beispiel für mangelnde Softwarequalität und da war sogar von bis zu 500 Millionen Dollar die Rede. Also die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo zwischendrin. Und in dem Fall soll das passiert sein, weil einige Subkontraktoren der NASA haben auch eben mit US-Einheiten gearbeitet und angeblich soll es hier Umrechnungen gegeben haben, die manuell mit Praktikanten gemacht wurden, mit dem Taschenrechner oder mit Microsoft Excel oder was auch immer. Und irgendwann
ist dessen Vertrag ausgelaufen. Da hat man den Praktikanten dann nicht mehr gebraucht und dummerweise sind dann halt die Daten unbearbeitet weitergegangen und dafür hat die NASA dann bis zu eine halbe Milliarde Dollar verloren. Hätten sie den Praktikanten eine Zeit lang weiter beschäftigt, dann hätten sie sich wahrscheinlich einiges erspart. Ja, hier nochmal im Detail. Dann auch im selben Jahr ist ein Patient beinahe ins Jenseits befördert worden, oder vielleicht ist er möglicherweise sogar daran verstorben, weil die ganzen Beruhigungsmittel in den USA haben natürlich jetzt gerade im Fall von Prince oder davor Michael Jackson auch immer wieder traurige Berühmtheit erlangt. Man kann da hoffen, dass es nicht durch Maßeinheiten oder deren Falschberechnung der Grund war, warum zum Beispiel Prince oder Michael Jackson gestorben sind, aber man will es auch nicht ganz ausschließen, obwohl die sich halt größtenteils in den USA befunden haben, aber spätestens dann, wenn man hier weltweit zusammenarbeitet im Gesundheitsbereich, ist es eben wichtig, die Einheiten genau zu kennen und deshalb sind hier gewisse Einheitenstandards, wie zum Beispiel der Unified Code for Units of Measure, vorgeschrieben von der WHO und vom Center for Disease Control und ähnlichen Organisationen. Das heißt, wenn die Daten austauschen jetzt über, ich weiß nicht, Ebola-Ausbrüche in Afrika, dann werden in den meisten Fällen hier eben Einheitenstandards benutzt. Obwohl zufälligerweise neben den USA ist, glaube ich, Liberia in Westafrika, eines der ganz wenigen Länder weltweit, das den metrischen Standard auch noch nicht eingeführt hat. Aber im Rest von Afrika beispielsweise wäre das natürlich auch ein Problem, beziehungsweise wenn hier über mehrere Länder hinweg Daten ausgewertet werden, dann muss man da natürlich auch beachten, dass ein Land unter ganz vielen noch nicht den metrischen Standard eingeführt hat, während alle anderen das bereits getan haben. Dann innerhalb der USA, auch im wissenschaftlichen Bereich, hat der Zoo von Los Angeles einem Moorpark College eine Riesenschildkröte von den Galapagos-Inseln ausgeliehen und schon in der ersten Nacht in der neuen Heimat hat die Schildkröte einfach den Zaun überrannt, weil davor hat der Zoo am Telefon gewarnt, ja, das Tier sei sehr groß und dass es etwa 250 wiegt. Ja, dummerweise hat der Zoo dort gemeint, es wäre 250 Pfund, aber in Wirklichkeit haben sie 250 Kilogramm gemeint und das ist ungefähr doppelt so schwer. Deshalb war der Zaun hier leider nicht ausreichend. Also wie gesagt, auch wenn innerhalb der USA kommuniziert wird, kommt es oft vor, dass zum Beispiel im wissenschaftlichen Bereich Leute sehr wohl auch schon mit dem metrischen System rechnen und auch darin denken, während andere, vor allem im Umgangsbereich, immer wieder sehr stark natürlich mit Pfund und den nicht-metrischen Einheiten denken und rechnen und arbeiten. Also auch innerhalb der USA können solche Dinge vorkommen wie hier. Ja, der Einheitenstandard ist ja auch in Europa ja jetzt teilweise ein bisschen über 150 Jahre verbreitet. Beispielsweise in Bern gab es davor in der Südglocke und ist auch heute noch immer zu sehen, hier die unterschiedlichsten Maßstäbe, wo dann die Leute, die aus Zürich oder aus anderen Kantonen kamen, die ihre Waren umrechnen konnten und vergleichen nach den jährlichen Maßeinheiten. Das hat es natürlich in Deutschland hierzulande auch ungefähr bis um dieselbe Zeit gegeben, dass zum Beispiel da irgendwelche hanseatischen Einheiten, von denen hierzulande oder in Bayern deutlich abwichen, wo man dann den Fuß oder die Elle und ähnliche Einheiten sehr oft auch von den jeweiligen Herrschern, dass dann zum Beispiel der Arm vom Herzog oder vom König oder vom Kaiser als Basis genommen wurde. Es ist nicht unbedingt ein Zufall, dass hier einige der
industriellen Revolutionen eben auch mit der Einführung von Standards einhergegangen sind, insbesondere hier um 1870 herum. Das war übrigens fast ziemlich genau um dieselbe Zeit, als hier in Karlsruhe ein gewisser Herr Herz Forschungen durchgeführt hat, hier auf dem, was heute das KIT ist. Und das wurde dann später, heutzutage, wurde die Einheit Herz auch nach ihm benannt. Das war eben auch ziemlich genau um die Zeit wie 1870 hier, also quasi im Rahmen der zweiten industriellen Revolution. Und gerade die Massenproduktion wurde dann natürlich auch durch die Verwendung einheitlicher Standards sehr stark unterstützt und wäre ansonsten vielleicht auch möglich gewesen, aber wäre möglicherweise nicht ganz so rasch vonstatten gegangen. Dann hier auch ein, vor allem in der Wissenschaft und Forschung, sehr weit verbreitetes Synonym oder ein Oberbegriff, wenn man so will, das SensorWeb. Das ist, wie gesagt, eine Ansammlung von vielen verschiedenen Standards und Möglichkeiten zu messen. Hier noch ein grober Überblick dessen, was das Internet of Things alles ist, wobei das wird heute doch viel breiter teilweise genützt oder aufgefasst. Das hier ist aus einem Fernsehfilm, wo das Smart Home durch einen Küchencomputer dargestellt wurde, der da auch ein bisschen Richtung Artificial Intelligence, wo man, ja, diejenigen, die vielleicht von der Google I.O. Die Präsentationen gehört haben vor etwas über einer Woche, Google versucht jetzt tatsächlich, solche Dinge wirklich in das Wohnzimmer von allen Leuten zu bringen. Dort ging es eben darum, dass die alten Leute in einem Altersheim durch einen Hausroboter unterstützt werden und dass der, je nachdem, wo der Heimbewohner herkam, der eine hat dann mit jemandem aus Stuttgart auf Schwäbisch kommuniziert und mit dem anderen aus München zum Beispiel auf Bayerisch. Zumindest die Idee, Artificial Intelligence zu nutzen und auch das Wissen im Web, diejenigen, die vielleicht jetzt diese Präsentationen von Google mit diesem Google Home Kubus da gesehen haben, gehen eigentlich schon in eine sehr ähnliche Richtung, wo man dann vielleicht nicht unbedingt im selben Dialekt mit der Person spricht, aber sehr wohl in der Lage ist, die Person zu verstehen und ihre gesprochenen Befehle, selbst dann, wenn sie, ja, vielleicht nicht in jedem einzelnen Dialekt, aber zumindest in verschiedenen Sprachen, muss es da sehr wohl auch flexibel genug sein. Das hier ist übrigens hier in Karlsruhe, im House of Living Labs vom Fraunhofer Institut. Smart Car wird jetzt von sehr vielen Anbietern als großer Boom aufgefasst. Ich bin jetzt hier aktuell selber gerade bei einem Autozulieferer hier in Karlsruhe tätig. Ja, Audi hat übrigens auch schon eine lange Historie, dass man da sehr stark Java einsetzt, wobei in den Bereichen, die wirklich das Auto steuern, würde ich mal sagen, war es bisher maximal im Umfeld von Concept Cars, aber im Bereich Infotainment und Graphical User Interface findet man auch Java genauso wie Android oder iOS in sehr vielen Autos. Dann die Smartwatch. Ja, kommen wir zu dem Beispiel, das ich schon erwähnt habe. 2013 haben wir im Rahmen eines Hackathons auf der Java One ein Proof of Concept geschaffen eines E-Health-Systems. Einer der Kollegen hatte damals auch das Google Glass bei sich, deshalb haben wir das User Interface fürs Google Glass optimiert und auch zur Steuerung mittels Google Glass. Deshalb hat das Projekt dann, weil zwei der Kollegen auch aus New York waren, den klingenden Namen Heart of Glass wie der Blondie-Song bekommen, was hier sehr passend war. Das waren hier die verwendeten Technologien. Ich habe das dann etwas
Später, im Laufe von 2014, um den neuen Einheitenstandard, bei dem ich einer der Projektleiter bin, im Java-Community-Prozess ergänzt. Das heißt, da werden die Informationen eben auch typsicher auch innerhalb der JVM ausgetauscht. Ja, so ziemlich alles andere kann man eigentlich relativ leicht bekommen. Ich habe jetzt hier nicht im Kopf, was alles die gesamten Kosten sind. Das teuerste daran war wahrscheinlich eh der Polar Hard Sensor, ansonsten dem Raspberry Pi. Ja, wenn man jetzt das Google Glass mal weglässt, das ist auch optional. Wir haben es dort, wie gesagt, dafür optimiert, aber es funktioniert genauso gut mit einer normalen Webanwendung. Vielleicht einmal kurz. Ja, das hier war das GitHub-Projekt für die Java Embedded Challenge und wir haben hier ein kleines Video, wo wir das live demonstriert haben. Ja, da war, glaube ich, gerade niemand, angeschlossen an den Polar Hardmeter. Es gibt aber bei YouTube, wenn man über Heart of Glass und Java Embedded Challenge sucht, müsste man mindestens noch ein zweites Video finden, wo auch ich beispielsweise als Versuchskaninchen dort zu sehen bin, wo ich um den Hotel-Floor herumlaufe, um hier eben die Herzfrequenz in die geeigneten Regionen zu bringen. Wie gesagt, das Projekt ist alles komplett bei GitHub zu finden. Das heißt, es kann jeder gerne, wenn er einen Raspberry Pi hat und die anderen Geräte inklusive Polar Hard Sensor, dann kann er das auch gerne selbst bei sich in Betrieb nehmen und nachvollziehen. So, und das zweite kann ich dann gerne herumreichen, zum Live-Vorführen ist wahrscheinlich hier nicht genügend Zeit, aber auch da sind sämtliche Demos inklusive einem Tutorial, die auch, wie man Java am Intel Edison installiert, alles auf GitHub zu finden. Das Gerät, das Board dafür wurde eben auch netterweise dort von einem 3D-Lab gedruckt, inklusive der mehrfarbigen Duke-Figur. Und da drinnen befindet sich eben ein Intel Edison. Ist leider immer noch ein bisschen teurer als der Raspberry Pi, aber dank Unterstützung von Intel ist es jetzt eigentlich so, dass man neben vielen anderen Sprachen, also im Prinzip muss man nicht Java damit verwenden, aber es wird standardmäßig auch schon unterstützt und die anderen Sprachen sind eben beispielsweise Python, Node.js oder C und C++, also man kann hier mit sehr vielen Sprachen darauf arbeiten. Und die Pins oben sind übrigens komplett kompatibel mit dem Arduino, das heißt, wer hier Arduino Shields und bereits Sensoren hat, der kann hier auch relativ leicht seine Sensoren wiederverwenden und den Shield und kann dann auch mit einem etwas mächtigeren Gerät und mit mehr Sprachen, als man das am Arduino könnte, von der Software aus auf seine Sensoren zugreifen. Ja. Also wenn er möchte, kann man es gerne einmal herumreichen. Eine Hand verloren. Da würde man auch gerne den Deck auch machen. Ja, so, ich glaube, das wäre nicht. Ist schon, gibt's Fragen?
Anfang. Ja, wie gesagt, alle Live-Demos und Code und alles das ist unter unitsofmeasurement.github.io zu finden, für die, die es interessiert.